Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Sie ganz herzlich im Namen von PwC hier zu unserer heutigen Veranstaltung Ökonomie neu denken begrüßen. Die Wirtschaftswissenschaften zwischen Wirtschaft und Wissenschaft ist das heutige Thema. Und ich freue mich sehr, dass wir ein hochkarätiges Teilnehmerfeld haben. Die Liste reicht von einigen der einflussreichsten Wirtschaftsforscher hierzulande bis hin zu den Vertretern wichtiger Unternehmen und Banken. Als Keynote-Speaker darf ich heute begrüßen einmal Professor Rüdiger Bachmann, der ist Associate Professor der University of Notre Dame in den USA. Dann Dr. David Helpern, Chief Executive of the Behavioral Insight Team UK. Und dann Herrn Staatssekretär Dr. Sontowski, der, glaube ich, noch nicht unter uns ist, der heute unseren Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel vertreten wird. Wir freuen uns sehr über seinen Beitrag. Herr Gabriel ließ gestern ausrichten, dass er angesichts der aktuellen Problemlage, Stichwort Asylpaket 2, in Berlin weilen muss. Dafür haben wir ein gewisses Verständnis und insofern freuen wir uns dann auf den Beitrag von unserem Staatssekretär Dr. Sontowski. Ja, ich möchte mich zudem bei den Partnern bedanken, die diese Veranstaltung hier mit auf die Beine gestellt haben. Zum einen ist das der Stifterverband für die deutsche Wissenschaft, vertreten durch Herrn Professor Schlüter, der gleich auch noch ein Grußwort an uns richten wird. Lieber Herr Schlüter, besten Dank. Wir haben ja Mitte Januar bereits hier zusammen eine Stiftungsstudie zu den Folgen der Niedrigzinsära gemeinsam vorgestellt und sind ein eingeübtes Team. Daneben dem Stifterverband freue ich mich sehr, dass das Handelsblatt Research Institute heute bei uns ist, vertreten durch Herrn Heilmann, der gleich auch hier aufs Podium steigen wird. Im Jahr 2012 haben Sie, Herr Heilmann, der Stifterverband und wir diese Veranstaltung gemeinsam aus der Taufe gehoben. Und wenn ich höre, dass wir heute wieder komplett ausgebucht sind, dann war das damals sicherlich nicht die schlechteste Idee, die wir dort geboren haben. Ja, und drittens darf ich begrüßen die Bertelsmann Stiftung, die durch ihren Vorstandsvorsitzenden Art de Reus vertreten ist, der später über den Abschied von der Trickle-Down-Ökonomie referieren wird. Und ja, meine Damen und Herren, die Wirtschaftswissenschaften, wie wir hier schon eingeblendet sehen, zwischen Wirtschaft und Wissenschaft, das ist sicherlich ein spannendes Thema und ein wichtiges Thema, weil dieses Thema aktueller ist denn je. Es stehen große Herausforderungen an und auch wenn wir zurückblicken, wir sind im achten Jahr nach dem großen Crash der Wirtschaftsfinanzkrise, leiden weite Teile der Weltwirtschaft unverändert unter den Folgen der globalen Finanzkrise. Zum Beispiel, wir sehen hier und da die Wachstumsschwäche der Industriestaaten, wir sehen die Sorgen um China, wir sehen die Ungleichgewichte bei der globalen Vermögensentwicklung, wir sehen den Klimawandel, die Diskussion um die Folgewirkungen des Klimawandels und dann ein noch relativ junges Phänomen, nämlich dass Probleme immer kurzfristiger und immer mit immer größerer Wucht auf uns eindreschen. Wir sehen die politische Agenda, wir sehen geopolitische Auseinandersetzungen, wir werden gefragt, was wird mit Europa, was machen die Briten, warum verhalten sich einige Staaten so, wie sie es jetzt an den Tag legen. Und zudem haben wir natürlich für jeden täglich sichtbar das Thema Ölpreis oder auch das Flüchtlingsthema. Wie Sie wissen, führen wir als PwC regelmäßig Umfragen unter unseren Kunden durch. Und auch in diesem Jahr haben wir in Davos den sogenannten PwC CEO Survey veröffentlicht. Wir haben wieder 1.500 Global CEOs befragt nach ihrer Perspektive. Und wir sehen auch hier eine, ja, ich würde mal sagen, wachsende Orientierungssuche. Das kann man letztlich darauf zurückführen, dass die Themenvielfalt, die Problemvielfalt heute sehr intensiv ist und dass niemand genau festmachen kann, was ist der Auslöser für eventuelle Krisenszenarien, die wir zu erwarten haben. Wenn wir ganz kurz die Ergebnisse dieses CEO-Surveys einblenden, dann sind gerade mal ein Viertel der Vorstandschefs rund um den Globus im Hinblick auf die Weltwirtschaft auf Wachstum getrimmt. Zwei Drittel der CEOs sind der Ansicht, dass die globale Wirtschaft größeren Gefahren ausgesetzt ist als noch vor 3 Jahren, auch nicht verwunderlich.
Auffällig ist, dass die schiere Menge der als existenziell wahrgenommenen Probleme drastisch zunimmt und, das sehen wir auch, die Agenda verschiebt sich mittlerweile laufend und sie verschiebt sich eben immer schneller. Wir sind heute aber hier, um über das Spannungsfeld zwischen Wirtschaft und Wissenschaft zu diskutieren. Die Frage lautet daher, wie sehr ist unsere Agenda, also die Agenda, der wir uns als Unternehmen Tag für Tag stellen müssen, auch die Agenda der Wissenschaft, der Wirtschaftswissenschaft, wie nah muss die Disziplin der Wirtschaftswissenschaften an dieser Agenda dran sein und muss die Wissenschaft heute die wirtschaftliche Praxis nicht geradezu transzendieren, um ihrerseits auch neue Ansätze und auch Lösungen zu finden? Oder ist es gerade umgekehrt, müssen sich die Forscher von unserer täglichen Agenda ein Stück weiter freimachen? Ich werde mich davor hüten, jetzt konkret auf diese Themen des heutigen Tages einzugehen. Zu diesen Stichworten haben wir gleich unsere Keynote-Speaker und auch die Podiumsdiskussionsteilnehmer. Sie werden sehr viel mehr als ich zu diesen Themen sagen können. Gestatten Sie mir trotzdem ein paar Sätze, wie ich das wahrnehme, was sich in der Disziplin der Wirtschaftswissenschaften gerade tut. Und ich habe den Eindruck, dass auch aus der intensiven Debatte der vergangenen Jahre eine neue Energie erwachsen ist. Wir haben neue Theorien, wir sehen neue Ideen, neue Ansätze und auch eine neue Lust am Forschen. Und die Wirtschaftswissenschaft ist eine Disziplin, für meine Begriffe im Aufbruch, getragen von vielen jungen Ökonomen, auch hier in Deutschland. Wo verorten wir als PwC uns selber in dieser Gemengelage, als Beratungs- und Prüfungsunternehmen? Wir sind ein Unternehmen und als solches müssen wir sicherlich Geld verdienen. Wir sind nicht karitativ tätig, das ist unsere Existenzgrundlage. Aber die Probleme, mit denen unsere Kunden täglich auf uns zukommen, sind uns nicht gleichgültig. Sie sind allerdings vielfach praktischer Natur. Beispiel, wenn ein Stiftungsvorstand heute sagt, die Zinserträge sinken immer weiter, was können wir tun, um unserem Stiftungszweck gerecht zu werden, dann können wir heute sicherlich Hinweise geben, wie man die Kostenseite einer Stiftung gestaltet. Das hilft nur bedingt. Wir können Hinweise geben, dass man vielleicht in risikoreichere Anlageformen geht. Und wir müssen dann Hinweise geben, dass man das nur dann tun sollte, wenn man eben ein ausreichendes Risikomanagementsystem etabliert hat. Das alles heißt aber nicht, dass wir als Unternehmen nicht trotzdem angesichts dieser eher praktischen Gefechtslage unseres Tuns einen steten Austausch mit der Wissenschaft lieben und favorisieren. Unser Selbstverständnis muss nämlich über den bloßen Austausch mit unseren Mandanten hinausgehen. Wir als Unternehmen müssen uns ständig fragen, welchen Beitrag leisten wir gegenüber der Wissenschaft, aber auch gegenüber der Gesellschaft und welche großen Herausforderungen sind gesellschaftspolitisch heute an der Tagesordnung, denen wir uns auch stellen müssen. Wir haben uns deswegen auch als großes Beratungs- und Prüfungsunternehmen auch nach der ein oder anderen Kritik aus der Finanz- und Wirtschaftskrise gefragt, wofür stehen wir, für welche Werte steht eine große Organisation, und wir sind dazu gekommen, dass PwC es als seine Aufgabe betrachtet, zum einen sicherlich gesellschaftliches Vertrauen aufzubauen und eben auch an den gesellschaftspolitischen Themen und Problemfeldern teilzuhaben. Wenn wir heute die Abschlüsse großer Unternehmen testieren, dann meinen wir damit auch einen Beitrag zur Sicherung des Kapitalmarktes zu leisten. Also wir stehen für Vertrauen in Kapitalmärkte. Wenn wir heute Steuerdeklarationen für unsere Mandanten wahrnehmen oder die Mandanten steuerlich beraten, dann sichern wir damit nicht nur das Steueraufkommen, sondern auch das Vertrauen in Steuersysteme. Was heißt das? Wie füllen wir das Ganze mit Leben? Ein, zwei Beispiele. Es gibt das HeForShe-Programm der Vereinten Nationen, das eben die Gleichberechtigung von Frauen zum Ziel hat mit Männern. Und als einer von weltweit 10 Impact-Partnern aus der Wirtschaft unterstützen wir diese Initiative, weil wir überzeugt sind, dass es sich bei der Beseitigung von Barrieren um ein gesellschaftlich wichtiges Thema handelt.
Genauso als zweites Beispiel verhält es sich mit der Integration von Flüchtlingen. Dazu haben wir gerade unter dem Namen Jobführerschein ein Programm entwickelt, das Migranten mittels mehrwöchiger Trainingkurse an den deutschen Arbeitsmarkt heranführen soll. Unser Wunsch ist es, dass diese Initiative zumindest einen kleinen Beitrag dazu leistet, dass das Flüchtlingsthema die richtigen gesellschaftlichen Antworten ermöglicht. Sie zeigt aber in jedem Fall auch, welche theoretischen Ansätze in wirtschaftliche Praxis überführt werden können. Ja, und in diesem Sinne, lieber Herr Schlüter, möchte ich Ihnen nun das Wort übergeben. Und ich freue mich auf eine große und gute Veranstaltung mit sehr viel Diskussion und guten Erkenntnissen. Herzlichen Dank. Lieber Herr Winkeljohann, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Sie im Namen des Stifterverbandes für die deutsche Wissenschaft ganz herzlich begrüßen zu dieser Konferenz mit dem Titel Ökonomie neu denken. Ökonomie neu denken, das sind zwei Begriffe, die man in unterschiedlichem Sinne verstehen kann, in einem doppelten Sinne verstehen kann, sogar zweifach in einem doppelten Sinne verstehen kann. Ökonomie, das ist einmal die Wirtschaft an sich, aber auch die Wissenschaft, die sich mit der Wirtschaft beschäftigt. Und neu denken kann heißen, ja, von im Sinne neu erfinden, aber auch neu beschreiben. Und ich glaube, die Initiatoren vom Handelsblatt dieser Konferenz waren schon bewusst diese Doppeldeutigkeit und haben sie wahrscheinlich auch ganz bewusst gewählt als Titel. Vor allen Dingen, wenn man sich vergegenwärtigt, wie die Ausgangslage bei der ersten Konferenz, die vor ziemlich exakt 4 Jahren hier im gleichen Ort stattgefunden hat, war. Das war die Situation, wo ganz neue Fragen kamen. Fast alle Wirtschaftswissenschaftler hatten ein zentrales Thema, ein zentrales Problem. Das war die wirtschaftliche Entwicklung der vorausgegangenen 4 Jahre, 2008 bis 2012. Die Fragen waren, was waren die Ursachen dieser Entwicklung? Konnte man die Ursachen erkennen rechtzeitig? Und vor allen Dingen, was heißt das für die Zukunft? Kann man ähnliche Entwicklungen anders neu prognostizieren? Ich erinnere mich an die damalige Keynote-Speak, das war von Diane Doyle. Ich zitiere aus dieser Rede, die Makroökonomie in ihrer jetzigen Form kann nicht überleben. Die Wirtschaftswissenschaften müssen sich in größerer Demut üben. Wir müssen neu darüber nachdenken, wie die Gesamtwirtschaft funktioniert. Zitat Ende. Das war ein Zitat aus der damaligen Keynote-Speech, ziemlich drastisch, ziemlich präzise, aber ich glaube auch, eine Bemerkung, die am Anfang stand einer Grundsatzdebatte über das Grundverständnis einer gesamten Disziplin. Nicht nur in Deutschland, auch in Amerika, da war die Diskussion, glaube ich, schon ein bisschen eher losgegangen. In Deutschland war da die Diskussion nicht ganz so forsch, nicht ganz so schnell. Das haben wir auch in der Vorbereitung dieser Konferenz gemerkt. Es ging im Grunde um Paradigmenwechsel in der Betrachtung oder zumindest in vielen Teilaspekten Paradigmenwechsel. Und da war es zögerlich, was wir beobachtet haben an Bereitschaft. Aber ich glaube, es war der richtige Zeitpunkt, diese Debatte auch in die Öffentlichkeit zu tragen. Und das ist ja auch Ziel dieser Konferenz heute und vor 2 Jahren, diese Debatte, die in den Wirtschaftswissenschaften stattfindet, auch im öffentlichen Raum zu führen. Und es sind, das kann man, glaube ich, festhalten, eine ganze Reihe von Veränderungen in der Disziplin erfolgte, wenn man nur mal nimmt, welche Teildisziplinen oder welche wissenschaftlichen Ansätze in den Vordergrund gerückt sind, sind es eigentlich 2, die gab es bis dahin auch, aber die eine ganz besondere Bedeutung gewonnen haben. Das ist einmal die Verhaltensökonomie als schon lange bewährte Teildisziplin, die aber eine ganz neue Bedeutung bekommen hat und vor allen Dingen die empirischen angewandten statistischen Verfahren in der Wirtschaftswissenschaft. Der letzte Teilbereich gerade auch deswegen, weil die technischen Möglichkeiten ganz andere geworden sind. Also nur die Stichwörter Datenschnelligkeit, Big Data und am Ende auch neue empirische Daten, die ganz andere Voraussetzungen geschaffen haben, sich auf diese Weise mit ökonomischen Fragestellungen zu beschäftigen. Also Verhaltensökonomie und empirische Wirtschaftsforschung gerieten zunehmend in den Vordergrund. Das fand sich in allen 3 Programmen wieder, in den ersten beiden, aber auch in diesem Programm hier. Und interessanterweise, wenn man mal in dieses Ranking des Handelsblatt guckt, über die führenden Ökonomen, die forschungsstärksten Ökonomen, dann sind die Aufsteiger in diesem Ranking genau viele Empiriker, die genau diesen wissenschaftlichen Ansatz
verfolgen. Der erste, der Spitzenreiter in diesem Ranking, ist ein Schweizer von der ETH Zürich, Peter Egger, beschäftigt sich mit der Familie, also dem sozusagen kleinsten ökonomischen Zusammenhalt. Und das sind empirisch vergleichende Verfahren, die er im internationalen Vergleich anstellt. Eine Reihe von Erkenntnissen, die daraus resultieren, für allen Dingen auch für Politik- und Gesellschaftsberatung, hochspannende Erkenntnisse. Der zweite große Profiteur von dieser Krise, wenn man so will, auch im Handelsblatt-Ranking deutlich erkennbar, sind die Vertreter der Verhaltensökonomie. Also prominent an der Spitze sicherlich Robert Shiller, der bei der ersten Konferenz, glaube ich, dabei war, oder bei der zweiten, und George Akerlof. Geradezu ein Gegenbild zu der bisherigen Wirtschaftstheorie, in der alle Akteure im Rahmen der Gesetze und der anerkannten Regeln ihren persönlichen Nutzen mehren und Entscheidungen auf Grundlage vollständiger Informationen treffen, also der sogenannte Homo Ökonomikus, den man dann im Hinterkopf hat. In ihrem neuesten Buch, ich weiß nicht, ob das jemand kennt, Pishing for Fools, beschreiben sie eine Welt, triebhafte, launische Narren, die von gerissenen Geschäftsleuten über den Tisch gezogen werden. Parallelen fast zu dem Film, ich weiß nicht, ob den jemand kennt, The Big Short, also ein Thema war in diesem Film die Finanzkrise. Und die Verhaltensweisen, die dort beschrieben und analysiert werden, sind also war geradezu kontradiktorisch zu denen der bisherigen dogmatischen Zuspitzung auf den Homo Ökonomikus. Also die Wirtschaftswissenschaften sind im Wandel. Sie sind offener geworden für neue Ansätze. Sie sind offener geworden für interdisziplinäre Herangehensweisen. Und das sind eigentlich gute Nachrichten. Gute Nachrichten für die Disziplin selber, gute Nachrichten für alle die, die auf Erkenntnisse aus dieser Disziplin warten und vor allen Dingen aber auch für junge Leute, die in dieser Disziplin forschen und anfangen, dort wissenschaftlich zu arbeiten. Sie haben heute viel mehr Möglichkeiten, alternative Ansätze zu entwickeln und in den neuen Diskurs einzubringen. Und aus diesem Grunde, nicht aus diesem Grunde, aber aus diesem Grunde auch, haben wir eine Reihe von Nachwuchswissenschaftlern hier zu dieser Konferenz eingeladen, um mit Ihnen ins Gespräch zu kommen über neue alternative Ansätze in den Wirtschaftswissenschaften. Das Handelsblatt hat im vergangenen Jahr über den Status der Wirtschaftswissenschaften Ausbildung geschrieben und auch da ein Zitat: Die Begeisterung der Studenten für Ökonomie kommt aus einem tiefen politischen Interesse. Sie wollen streiten, diskutieren, wollen mehr wissen und die Probleme angehen, die die Gesellschaft insgesamt beschäftigen. Dahinter steckt ganz deutlich ein Wunsch nach Relevanz, nach Diversität und nach Veränderungsprozessen, die dann am Ende in der Ausbildung dieser jungen Leute genau das nachvollziehen sollten, was wir immer mehr als das eigentliche Ziel dieser Disziplin verstehen, nämlich politische Probleme lösen und Relevanz, nur um zwei Phänomene zu nennen. Die Wirtschaftswissenschaften zwischen Wirtschaft und Wissenschaft, das ist der Untertitel dieser Konferenz, steht in einem Veränderungsprozess, wie kaum eine Disziplin in den vergangenen Jahren ist sie mit großen Erwartungshaltungen konfrontiert. Sie soll so die Erwartungen Krisen nicht nur vorhersagen, sondern auch gleichzeitig Konzepte für ihre Bewältigung liefern. Sie ist in vielerlei Hinsicht noch stärker zur bestimmenden Disziplin für weite Teile unseres Alltags geworden. Ihre Theorien haben politisches Handeln, geschäftliche Entscheidungen und gesellschaftliche Prozesse geprägt und vielleicht ist auch deswegen ihre in den letzten Jahren immer stärker so wahrgenommene Schwäche gerade deshalb so spektakulär und so folgenreich gewesen. Vor diesem Hintergrund ist es sicher ermutigend, mit welcher Diskussionsfreude und mit welcher Energie und Kreativität die Ökonomie auch in Deutschland seit einigen Jahren bereit ist, sich selbst zu hinterfragen. Wir werden heute ein Teil dessen sehen, was dabei rausgekommen ist, was für neue Denkrichtungen diese Disziplin prägen. Sicherlich kann man keine neuen Formeln erwarten, aber vielleicht dann doch viele neue Erkenntnisse über einen Prozess, der am Ende nicht weniger ist als zumindest der Versuch einer Neuerfindung dieser Disziplin. Lieber Winkeljohann, ich danke Ihnen, dass wir heute wieder hier zu Gast sein dürfen. Ich danke dem Handelsblatt, Herrn Heilmann und seinen Kolleginnen und Kollegen für diese mittlerweile vierjährige, langjährige fast schon Zusammenarbeit. Ich danke der Bertelsmann Stiftung, die zum ersten Mal mit dabei ist als
Partner dieser Veranstaltung. Und ich danke natürlich denjenigen, die diese Tagung, diese Konferenz heute finanziell ermöglicht haben, an der Spitze der Sparkassen- und Giroverband. Auch Ihnen, Herr Fahn, schon ganz herzlichen Dank. Uns allen wünsche ich einen spannenden, kontroversen, vor allem aber lehrreichen Tag, denn die Fragen, mit denen wir uns heute beschäftigen, haben zwar naturgemäß sehr viel mit Wissenschaft zu tun, aber eins sind diese Fragen ganz gewiss nicht rein akademisch. Herzlich willkommen und viel Spaß. Ja, lieber Herr Winkeljohann, lieber Herr Schlüter, ganz herzlichen Dank für die schöne Einführung. Wir beide heißen Sie alle auch im Namen des Handelsblatts sehr herzlich willkommen und freuen uns, dass wir ein Publikum haben, mit dem man locker noch einen weiteren Konferenztag hätte auf dem Podium bestücken können. Herzlichen Dank dafür. Ich darf Ihnen meinen Kollegen Thorsten Rieke vorstellen. Er ist International Correspondent des Handelsblatts und als solcher hat er die beneidenswerte Aufgabe, sich auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos oder der Münchner Sicherheitskonferenz und auf solchen Veranstaltungen umzutun und wird von daher sicherlich viele Ideen auch mitgebracht haben. Er war als Korrespondent für das Handelsblatt auch schon in London, in New York und in Zürich unterwegs. Genau, auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen. Ich wünsche uns allen eine lebendige und interaktive Diskussion heute Morgen. Den Part gerne zurückgeben, Dirk Heimann kurz vorzustellen. Dirk Heimann war lange Journalist bei Reuters, beim Handelsblatt, war dann auch im Ausland in London, 4 Jahre Korrespondent und ist jetzt seit einigen Jahren schon Managing Director des Handelsblatt Research Institutes. Ja, vielen Dank. Wir wollen Sie auch gar nicht lange aufhalten, haben doch ein paar kleine organisatorische Hinweise. Zum einen wollte ich darauf hinweisen, dass diese ganze Veranstaltung nicht nur aufgezeichnet wird, sondern auch per Livestream live übertragen wird. Das heißt also, wenn Sie nach der Mittagspause etwas müde werden, dann setzen Sie sich vielleicht so ein bisschen in die äußeren Winkel. Dann, wie üblich, wäre es nett, wenn Sie Ihre Smartphones auf Stumm stellen würden und Sie vielleicht auch mal 90 Minuten sein lassen. Wir werden nachher natürlich, wie mein Kollege schon sagte, sehr interaktiv sein auch. Also wir wünschen uns, dass Sie viele Fragen stellen und dafür gibt es wie üblich Saalmikros und dann warten Sie bitte jeweils, bis das Mikro bei Ihnen ist und stellen sich kurz vor. Und dann habe ich noch eine kleine Bitte. Sie finden auf Ihrem Platz neben anderen Unterlagen einen kleinen Zettel mit 2 Fragen drauf. Das ist eine kleine Umfrage, die wir hier machen wollen. Da geht es nur darum, kurz 2 Wachstumsprognosen abzugeben. Und es wäre sehr nett, wenn Sie das tun könnten, jetzt vielleicht schon jetzt gleich oder sonst vielleicht innerhalb des ersten Panels und dann einfach die ausgefüllten Zettel nach außen durchgeben, wo Sie dann Kollegen einsammeln werden und auswerten. Natürlich kriegen Sie die Ergebnisse auch im Laufe des Tages mitgeteilt. Ja, jetzt. Genau, und dann haben wir noch eine kleine Besonderheit hier in der Ecke. Sie haben es vielleicht schon gesehen, eine große Tafel. Darf ich Ihnen vorstellen, das ist Markus Frey, der ist unser Graphic Recorder. Das heißt, wir werden also den Tag festhalten, Ihre Emotionen, Ihre Beiträge, Ihre Ideen sammeln und zwar in Worten, in Grafiken, also in Bildern auch in Farben. Und am Ende des Tages werden Herr Heimann und ich das nochmal zusammenfassen und sehen, was wir hoffentlich zusammengetragen haben. Viel Spaß dabei.